Jeder von uns hat schon mal von ihnen gehört. Aber die wenigsten wissen wohl so wirklich, was sich hinter diesem Begriff verbirgt. Freimaurer. Uns schwirrt vielleicht das diffuse Bild einer verschlossenen Geheimgesellschaft, die sich im Verborgenen trifft, im Kopf herum. Wir denken vielleicht an die Verschwörungstheorien, dass Freimaurer die eigentlichen Strippenzieher hinter der Weltpolitik sind. Eine genaue Vorstellung, was die Freimaurer sind und vor allem, was sie tun, die fehlt uns. Das wollen wir ändern. Eine einfache Google-Suche genügt, um das erste Vorurteil gegenüber den Freimaurern zu widerlegen. Diese pflegen nämlich, anders als man es von einer Geheimgesellschaft erwarten würde, sehr transparente Internetauftritte. Nach ein paar Klicks landen wir schon auf der Internetseite der Loge Matteo Alberti zu Bensberg. Diese liegt nicht nur ganz in der Nähe, sondern zeigt auch schon auf ihrer Internetpräsenz, dass sie der Presse gegenüber offen steht. Wir wagen also einen Anruf und siehe da, die Logenbrüder, wie sich die Freimaurer untereinander nennen, erklären sich bereit, uns in ihrer Loge zu empfangen. Wir machen uns also auf dem Weg in die im Kölner Umland gelegene Schlossstadt Bensberg. Die Bensberger Freimaurerloge liegt wenig versteckt neben dem Bensberger Schloss, nach dessen Architekten sie auch benannt ist. Herzlich empfängt uns der Vorsitzende Thomas Bauer. Kommen Sie rein. 2 Tage lang stehen uns die Freimaurer Rede und Antwort, führen uns durch die Räumlichkeiten und geben uns Interviews. Dass die Freimaurer nicht nur uns gegenüber aufgeschlossen sind, sondern sich auch nach außen nicht verstecken, zeigt schon das über der Tür des Logenhauses angebrachte Symbol der Freimaurer. Wie Sie sehen, Winkelmaßen, Zirkel, diese alten Symbole der Freimaurerei, ganz offen hier platziert. Wir brauchen uns nicht zu verstecken, wir wollen uns auch nicht verstecken, ganz im Gegenteil. Wir wollen ja gefunden werden. Ist das denn üblich für die Logenhäuser, dass man das von außen erkennen kann? Gehen da alle so offen mit um? In der Regel schon. Hier in Deutschland, speziell in Köln oder hier im Kölner Umkreis Bonn, finden Sie das ohne Probleme. Ja, das sind auch eingetragene Vereine, wenn ich das ja richtig verstanden habe. Wir sind ein ganz normaler, wie in jeder Kaninchenzüchterverein, sind wir ein eingetragener Verein. Wir sind im Vereinsregister registriert. Mhm. Wir haben einen ganz normalen Vorstand, der auch im Amtsregister, im Vereinsregister eingetragen ist. Jeder kann uns dort finden. Was jeder Verein, jeder Fußballverein, jeder Kaninchenzüchterverein hat, das sind wir letzten Endes auch, was die Organisation betrifft. Die Freimaurer unterscheiden sich in ihrer Vereinsstruktur also nicht von einem Kaninchenzüchterverein. Aber Kaninchen züchten sie auch nicht. Was machen sie dann? Die Freimaurerei möchte eigentlich Menschen vereinigen. Wir möchten Menschen versammeln, die einen gemeinsamen Geist haben, die einen gemeinsamen Geist entwickeln wollen, im Sinne einer humanitären, einer Lebensführung, die in gewisser Weise ethisch und human ist. Das eint uns letzten Endes. Hier treffen sich Leute jeglicher Couleur, jeglicher aus allen Berufssparten, aus jedweden Bereichen im Leben, und wir versammeln uns hier und versuchen eben eine sittliche Lebenshaltung zu entwickeln. Das klingt sehr theatralisch, aber letzten Endes ist es so eine Art, sagen wir mal, Kraftsport für den Geist und für die Seele. Es geht also darum, sich selbst einer ethischen Lebensweise zu verschreiben. Das ist aber nicht der einzige Reiz, den die Freimaurerei auf Menschen ausübt. Das Besondere an der Freimaurerei, was man nirgendwo anders findet, das ist halt die Brüderlichkeit. Man kann auch anderen Vereinen beitreten, oder mit Sicherheit gibt es auch zahlreiche andere Vereinigungen, die sich die Persönlichkeitsentwicklung auf die Fahne geschrieben haben. Aber das Herzliche und diese Brüderlichkeit, die wird man da wahrscheinlich nicht so finden. Das, finde ich, ist das Besondere an der Freimaurerei. Die Brüderlichkeit, das ist zum Beispiel eine Sache, das würde ich jetzt sagen, erlebt man in keinem anderen Verein. Ist ja im Endeffekt auch ein eingetragener Verein, die Freimaurerloge. Und hier dieses brüderliche Verhältnis. Wir sehen uns alle auf einer Ebene. Wir benutzen ja auch immer Rituale in der Symbole in der Freimaurerei. Und die Winkelwaage ist ein Symbol, wo wir sagen, wir sehen uns alle auf einer Ebene. Egal welchen Berufsstand man hat oder sonst etwas, jeder ist gleich. Keiner muss dem anderen irgendwas beweisen. Das gibt es auch nicht.
und dieses brüderliche Verhältnis halt. Das ist wirklich sehr familiär. Wir sind eigentlich viel lockerer, als man sich das vorstellen kann. Bei vielem aus den Gesprächen mit anderen, die meinen tatsächlich, wir sind so, wir kommen im Anzug hier hin und Glas Sekt in der Hand und solche Geschichten. So sind wir aber gar nicht. Wir sind ganz normale Menschen und wir haben durch diese Brüderlichkeit auch viel mehr Spaß, glaube ich, miteinander als andere, weil wir dieses Buhlen haben wir nicht. Ja, wer ist am tollsten, wer verdient mehr Geld, wer hat die schönste Frau, das gibt es ja bei uns nicht. Deswegen sind wir ein sehr entspannter Kreis. Organisiert sind die deutschen Freimaurervereine in 5 Dachverbänden, sogenannten Großlogen, die jeweils unterschiedliche Strömungen der Freimaurer vertreten. Gegenüber dem Ausland, in dem es nur eine Großloge gibt, werden die Großlogen von einem weiteren Dachverband, den Vereinigten Großlogen von Deutschland, vertreten. Es gibt in Deutschland etwa 13.000 Freimaurer, circa, plus minus. Davon sind der Großloge, der wir angehören, der sogenannten alten, freien und angenommenen Maurer von Deutschland, gehören etwa knappe 10.000, also 9.900 ungrad. Und der Rest teilt sich dann auf die anderen Logen auf, der Freimaurerorden, 3WK und die englischen und die kanadischen Logen. Jetzt sind wir hier ja nicht sozusagen in ihren eigentlichen Räumlichkeiten, sondern das ist jetzt sowas wie unser Clubraum. Der Clubraum. Können wir denn in die eigentlichen Räumlichkeiten mal rein? Ja, da will ich Sie ausnahmsweise mal reinlassen. Auf dem Weg dahin begegnet uns eine kleine Besonderheit der Bensberger Loge. Hier ist der Einstieg. Das sieht ein bisschen niedrig aus. Wir nennen es auch scherzhaft Demutstür. Und wir können uns, so gebückt dadurch, weil man halt gebückt da durchgeht, muss ein bisschen Ehrfurcht. Und wir können so in den Keller einsteigen, wie früher die Freimaurer in ihre Tempel eingestiegen sind. Ah, ja. Je größer man ist, desto demütiger muss man sein. Nun, das hier ist unser Bankettraum, unser Bankettsaal und Vorraum vor dem Tempel. Wir haben hier unsere Gästeabende, wir machen hier unsere Tafellogen. Also das heißt, es gibt nicht nur eine Arbeit im Tempel, sondern auch außerhalb, wo wir zusammen speisen. Und ja, auch sonstige Anlässe, die wir hier zusammen verbringen, unsere gemeinsamen Festivitäten oder so etwas, die veranstalten wir hier. Ihr habt richtig gehört, Gästeabende. Die Freimaurer veranstalten regelmäßig Abende in ihrem gemütlichen Gewölbekeller, an denen Interessierte die Loge besuchen können. So geheimniskrämerisch erscheint mir das nicht. Wobei das früher vielleicht ein bisschen anders war. Wie war das denn früher? Wie sind die Freimaurer entstanden, beziehungsweise jetzt erstmal darauf bezogen, wie sind sie in ihre Tempel eingestiegen? Naja, früher war es so, dass sie sozusagen von oben durchs Dach in ihre Tempel eingestiegen sind. Die Freimaurerlogen hatten keine Fenster, sind durchs Dach gestiegen, deswegen nennt man auch den letzten Mann, der für die Sicherheit sorgt, den Teiler, also den Dachdecker, der dann von außen die Loge zudeckt und von draußen bewacht, dass kein Uneingeweihter die Logenräume betritt. Wo kommt denn die Freimaurerei überhaupt her? Nun, die Freimaurerei kommt aus der Zeit der Sakralbauten in Europa, wo Kirchen, die großen Kirchenbauten hergestellt wurden und waren letzten Endes Bauhütten. Die Freimaurerei hat sich im Wesentlichen in England entwickelt und so sind natürlich auch die Begriffe eher aus dem Englischen ins Deutsche übernommen worden. Und Freimaurer heißt im Englischen Freemason. Und im Gegensatz zum Rough Mason war der Freemason ein Steinmetz. Und der Begriff Loge kam eben, weil diese Bauhütten im Englischen Lodge heißt. Und Lodge übersetzt hat man dann hier ins Deutsche daraus eine Loge gemacht. Das heißt, Freimaurer kommt auch wirklich von Maurer sozusagen. Richtig. Das waren früher tatsächlich alles Maurer. Und mit dem Ausklingen des 17. Jahrhunderts, Anfang des 18. Jahrhunderts, gab es dann immer weniger Sakralbauten und so wurden dann diese Freimaurerlogen, diese Bauhütten dann auch teilweise
Städten einer geistigen Zusammenkunft. Das heißt, man hat nicht mehr mit den Händen gemauert, sondern halt am eigenen Sakralbau, am eigenen Bau und das dann halt in geistiger Form. Es waren letzten Endes auch Zellen, wo durchaus demokratische Strukturen erwachsen sind und die Verschwiegenheit war auch damals schon ein ganz wichtiger Bestandteil der Freimaurerei, kam auch wiederum aus dem Aspekt, dass man dieses Wissen des Bauhandwerks halt nicht an Uneingeweihte weitergibt, sondern auch eine bestimmte Lehre erst entwickeln musste und damit die sich nicht arbeitslos machten, musste man dieses Wissen halt durchaus nur an Eingeweihte weitergeben. Und aus dieser Geheimhaltung, aus dieser Verschwiegenheit hat sich dann letzten Endes eine demokratische Zelle entwickeln können, wenn man das so sagen darf, zumindest zu dieser Zeit. Und letzten Endes 1717 sind dann tatsächlich die ersten Logen entstanden. Tatsächlich 2017, 300 Jahre Freimaurerei wird in England ganz groß gefeiert werden. Die frühen Freimaurer übten sich also in Verschwiegenheit, um ihre Handwerkstechniken vor dem Zugriff Außenstehender zu schützen und erschufen so einen Raum, in dem zu dieser Zeit gesellschaftlich brisantes, demokratisches Gedankengut keimen konnte. Im nächsten Teil gehen wir der Frage nach, ob auch noch andere Entwicklungen in der Geschichte der Freimaurer zu ihrem geheimnisumwitterten Ruf beigetragen haben.